Die Welt entwickelt sich in eine schwierige Welt, wo alles nicht mehr so einfach ist, wo alles zweimal, dreimal, viermal umgedreht wird, wo du Behauptungen von dir geben kannst, die nicht unbedingt stimmen müssen, und zwar nicht nur von einfachen Menschen, sondern von Geschäftsführern, von DAX-Unternehmen führenden Vorsitzenden, von Regierungen, von Bundeskanzlern, die sich an nichts mehr erinnern. All diese Dinge, mit denen wir täglich konfrontiert werden und wo wir feststellen müssen, dass wir selbst im Social-Media-Bereich, was ja mal als eine freie Welt gedacht war, wir erinnern uns an Zuckerberg und Co., wie die das alles damals so erzählt haben. Du kannst einen Account eröffnen und kannst dich mit deinen Freunden verbinden. Dann kannst du denen über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok mitteilen, was deine Gedanken sind. Und diese Gedanken und diese Dinge, die haben die verwertet und haben damit Geld gemacht. Und das hat sich verändert. Für mich nun mal ein Boomer, ein Baby-Boomer. Und ich kriege das anders mit. Denn ich war auch jung, älter geworden und habe mitbekommen, wie alles war. Und ich kann nur eins ganz klar feststellen. Wenn meine Eltern oder die Omas von der guten alten Zeit früher gesprochen haben, weiß ich erst jetzt als Babyboomer, was damit gemeint war. Dass Dinge eben zum Negativen verändert worden sind. Das ist für den einen negativ, für den anderen positiv. Dennoch ist es eine Veränderung und ältere Menschen, und darauf nehmen leider jüngere Menschen keine Rücksicht, für ältere Menschen ist das schwieriger. Schwieriger zu verarbeiten, schwieriger umzusetzen. Und es gibt ein paar jung gebliebene Ältere, die sagen, das lassen wir uns jetzt einfach nicht so gefallen. Dass die etwas, was uns gut getan hat, knallhart verändern. Und so komme ich auf diese Geschichte mit Charles Barr. Ein junger Mensch, der, ja, wie ich finde, mit voller Energie das Social Media Imperium für sich entdeckt hat und gesagt hat, ich baue mir da was auf, hab die Generation Z so als Thema entdeckt, fliegt gerne, es gibt dazu ja auch einen VIP-Talk. Und was mir bis zum heutigen Tage bei Charles Barr gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass er immer eine eigene Meinung hatte. Auch mir gegenüber, denn ich meine, das ist ja entscheidend. Man kann mir, und das ist nochmal ein ganz klarer Punkt, man kann mir immer seine Meinung sagen. Jeder kann in den YouTube-Kommentaren seine Meinung dahinschreiben. Wenn es jetzt nicht eine Beleidigung ist oder nicht wahr ist, also wenn es wirklich eine Lüge ist, dann lösche ich das. Aber ansonsten steht die Meinung des anderen ganz klar in den Kommentaren. Und ich reagiere dann darauf, wenn ich es nicht als wichtig empfinde, reagiere ich eben, ja, vielen Dank und tschüss. Wenn ich es aber wichtig empfinde, dann reagiere ich auch ganz normal als einen richtigen Kommentar darauf. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit Charles Barr. Und dieses Verhältnis hat eigentlich, ich sag mal so, bis zu einem gewissen Punkt, wo man ja dann auch, und das merke ich ja dann, ein junger Mann, der sich verändert, der reifer wird, der erfolgreicher wird, der dann also natürlich auch Ansprüche stellt, aus einem Elternhaus herauskommt, was jetzt Stress mit dem Vater bedeutete, all diese Dinge, vielleicht auch eine gewisse Führung noch gefehlt hat. Also etwas, wo ich sage, also wäre der bei mir, hätte ich sicherlich mit ihm viele Diskussionen gehabt, aber er wäre in eine andere Richtung gegangen. Dennoch frei in seiner Entscheidung, frei in seiner Gestaltung. Aber er ist einen anderen Weg eingeschlagen und hat dann auch mich kritisiert, weil ich Äußerungen gemacht habe, natürlich bei Klartext, die in erster Linie immer satirisch und überdreht sind, aber eben ja auch eine gewisse Meinung präsentieren. Das heißt, wenn ich mit der Regierung in dieser Form nicht zufrieden bin, dann sage ich das. Und wenn mir das nicht passt, sage ich das deutlich. Und wenn ich die 737 Max als einen Absturzflieger entdecke, dann ist das so. Dann ist das für mich ein Absturzflieger. Und da kann noch der beste Aviation-Influencer und Freak kommen und sagen, das ist aber alles Quatsch und der übertreibt wieder. Ja, dann übertreibe ich halt. Aber für mich ist das so. Meine Aussage innerhalb einer satirischen Form, übertrieben dargestellt, eine Art auch Meinung darstellt. Logisch. Aber wenn ich sage, ich fliege nicht mit dem Flieger, fliege ich nicht damit. Und wenn ich sage, Erde ist eine Scheibe und Charles Barr kommt und schreit, was bist denn du jetzt? Du drehst ja völlig ab, ich habe noch nie so ein rassistisches Ding gesehen. Dann sage ich, okay Charles, wir brauchen eine Pause. Kapiere, dass Charles im Moment in einer Phase ist, wo er sich also selbst entdecken will und eben seine ersten Lektionen erlernen muss. Also das ist eben so als junger Mensch. Da muss man die Flügel gestutzt kriegen. Ich mag ihn ja. Also deswegen habe ich gesagt, ist es besser, wenn wir jetzt abbrechen. Wenn ich jetzt von meiner Seite aus das als eine Art schweigender Lämmer
bezeichnet. Keine Bezeichnung. So, und dann schauen wir uns doch jetzt mal den aktuellen Fall an, wo also der Charles in die Schlagzeilen gerät und dann heißt es, mit Pappaufsteller provoziert. Warum Lufthansa-CEO Spohr einen 21-Jährigen anzeigen lässt und Spohrs Security-Mann ihm auch noch droht. Das, was sie mit Herrn Spohr gemacht haben, das erfüllt den Tatbestand der Nachstellung, die diversen gemeinsamen Flüge der Pappaufsteller. Ich habe in diesem Jahr 6 Leute gebacklistet und sie wären der 7. Ich kann hier sofort Flugverbot aussprechen. Swiss und United wären davon ausgenommen, aber ich kenne die Sicherheitsleute dort sehr gut und es kostet mich nur einen Anruf, damit sie auch dort gesperrt werden. Außerdem kenne ich genug Leute, die in DAX und MDAX-Unternehmen für Sicherheit zuständig sind. Sie sind doch bei TikTok auch schon rausgeflogen. Meinen Sie, dass es sich gut macht, wenn Ihnen das bei Lufthansa auch passiert? Sie würden nie wieder einen Job bekommen. Dann können Sie bei Rewe an der Kasse anfangen. Ich untersage Ihnen, mich zu kontaktieren, meine persönlichen Daten in jeglicher Form zu speichern, zu verarbeiten oder in sonstiger Weise zu verwenden. Und was ich interessant fand war, habt auch ihr Informationen zu Lufthansa, dann meldet euch vertraulich bei unseren Reportern. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Interessante Anschuldigungen, interessante Themen, die da stattgefunden haben und ich finde hochbrisant. Und nochmal, wir müssen uns einfach in der Zukunft auf folgende Dinge einstellen. Das ist für Menschen wie mich jetzt als der Horn nicht mehr so dramatisch. Aber für die jungen Menschen, die also glauben, noch ihre Meinung sagen zu dürfen und zu können, einfach so. Wenn ihr nicht von Google, YouTube, Facebook etc. sowieso, wenn ihr eure Meinung sagt, wirklich eure ehrliche Meinung sagt und das nicht nur so pipihaft umschreibt, wenn ihr das also richtig macht und ihr sagt denen ganz klar, was Fakt ist, dann werdet ihr entweder schon bei den Social-Media-Kanälen gesperrt, weil ja der Algorithmus euch das gar nicht zulässt. Oder ihr kriegt die Reichweite gar nicht mehr. Ihr werdet einfach blockiert. Das ist einfach etwas, wo ihr denkt, wieso kriegt dieses Video keine Aufrufe? Das ist so. Videos, die keine Aufrufe bekommen, haben nicht immer damit zu tun, dass sie schlecht platziert sind oder es keiner Interesse gibt, sondern es liegt daran, dass eben diese Algorithmen, die KIs und die AIs, das verhindern, dass dein Video viral geht. Das wird einfach unterdrückt, in die Kammer gepackt und fertig. Und noch viel schlimmer ist dann der nächste Schritt. Sollte es viral gehen, weil vielleicht irgendwas nicht gegriffen hat und die Dinge eben dann doch rausgekommen sind, werden die DAX-Unternehmen ihre riesen Anwaltschaftsgeschichte einsetzen und dann ist das Thema erledigt. Dann werden sie dich angehen und sagen, pass auf, entweder du hältst den Mund oder du bist für immer tot. Wie in diesem Fall. Ob das nun stattgefunden hat, ob dieser Charles von dem Sicherheitsmann oder von Spohr oder wie auch immer da so angedroht wurde, es ist vorstellbar. Es ist denkbar, dass diese Art der Geschichte so stattgefunden hat. Und die Menschen sind leider nicht fair. Das heißt also, die gehen dann hin und sagen nachher, warum hat der Charles denn überhaupt das gemacht? Ja, warum hat er da einen Pappaufsteller gemacht und den Spohr geärgert? Dabei geht es gar nicht darum. Wenn ein junger Mensch eine witzige Idee hat, woher auch immer er das nimmt, ob er gefrustet war, weil vielleicht Lufthansa ihn nicht ernst genommen hat. Das mag ja sein. Gehen wir mal davon aus, Charles ist ein junger Mensch, der wollte bei Spohr sich lieb Kind machen, wollte bei denen ein bisschen weiterkommen, wenn man so diese Posts von ihm liest. Da steht ja dann auch drin, ja, die Generation Z, die hat Lufthansa verpasst und das wird die Generation Z Lufthansa sicherlich irgendwann heimzahlen. Das kommt natürlich bei den Vorstandsvorsitzenden und so nicht so gut an. Und wenn man dann, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich wiederum eine extrem geile Idee fand. Ich meine, also da wäre ich noch nicht mal drauf gekommen. Also Charles, das war wirklich geil. Also es ist wirklich Hut ab, da sage ich Chapeau. Einen Aufsteller zu machen und damit dann zu reisen, weil der Chef einer Airline einem nicht Hallo sagt, das finde ich geil. Das hätte auch von mir sein können, aber es war von dir. Und deswegen Hut ab. Also das ist wirklich gigantisch, diese Idee. Ich hätte ich am liebsten nachgemacht. Ich bin aber fertig mit der Gruppe. Also für mich spielt ja Lufthansa, Frusthansa und so keine Rolle mehr. Das ist ja durch, ich habe ja neue Geschichte. Kann man jetzt also bei der Hond deutlich sehen. Ich habe also da neue Dinge justiert und es ist auch sehr gut. Es bekommt mir sehr gut. Ich habe also diese Frustgeschichten nicht mehr. Ich habe nur noch positive Stories. Es macht also unheimlich viel Freude. Und so ein Klartext ist dann mal eine schöne, geliebte Abwechslung. Und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Thema Charles Barr und Lufthansa überhaupt aufgreife. Aber es geht ja nicht nur darum. Es ist ein gutes Beispiel für junge Menschen, dass sie mitbekommen, dass ihre Meinung nichts mehr zählt. Also, wenn ihr denkt, eure Meinung ist etwas wert, dann ist das ein Trugschluss. Das ist nicht so. Niemand interessiert, wie ihr denkt. Niemand interessiert, wie ihr handelt. Denn ihr müsst immer eins dazu wissen, und ich kann das jetzt als ein Babyboomer ja sagen, weil ich ja in dieses Zeitalter jetzt der letzten Jahre praktisch komme, also mein letztes Drittel Lebenszeit, da habe ich verstanden,
dass es auch egal ist, was man macht und wie man es macht und ob man da, ich weiß nicht, Regierungen stürzt oder CEOs verunglimpft, denen nachreist, weil man irgendjemand kennt, der wiederum einen kennt, der weiß, wann der Mann fliegt. Alles möglich, wir wissen, dass das geht, denn mir ist das ja auch schon passiert. Es gab also sogar eine Facebook-Gruppe, gewusst, wann ich wohin fliege. Das fand ich schon enorm. Also es hat mich schon verunsichert, ja, weil das gilt ja für alle. Jeder kann rausbekommen, wann wer unterwegs ist. Das ist die Tragödie. Also deswegen, es ist alles möglich. Und das, was eben in Zukunft kommt, ist, dass junge Menschen glauben, sie könnten irgendwelche Aktionen machen und damit etwas bewirken. Man darf dann eben nur nicht traurig sein, wenn dann so ein Kanonenschlag zurückkommt. Und man auch kein Verständnis in der Bevölkerung oder bei anderen Reisenden findet, sondern dass man eher den Spott und den Hohn erntet. Ich kenne das. Also für mich ist das völlig normal. Also ich sage ja, wenn ich sage, 737 Max ist ein Absturzflieger, kommt schon die gesamte Aviation. Wenn ich davon spreche, in der 787 Dreamliner kann man die Fenster nicht mehr hell machen, weil die, wenn die Crew dunkel macht, ist dunkel. Was ja sogar ein Aviation-Fachgeek jetzt bestätigt hat, mir bestätigt hat, dass das so ist, nämlich der Andreas Späth, dass eben das Problem ist, man sitzt im Dunkeln, wenn die das wollen. Und es dann wiederum andere gibt, die sagen, das ist ja gar nicht so, sondern das kann man natürlich hell machen, das ist aber eben nicht wahr. Man kann es nicht hell machen. Es ist nicht so hell wie in einem normalen 380-Flieger, sondern es ist eben nur so hell, wie das die Crew zulässt. Und diese Dinge, das muss man einfach wissen, dass es egal ist. Das heißt also, für Menschen, für junge Menschen wie Charles Barr, die dürfen sich nicht davon beeinflussen lassen, dass das jetzt so ein Querschuss kam. Und wie ich lesen konnte, ist das Ding ja auch vorbei. Die sind ja nicht weitergekommen an Mangel an Beweisen. Das ist ein gutes Ding, um das einzustellen. Das hat man sicherlich jetzt hinten dran gelöst, um das nicht schwierig werden zu lassen. Von der Seite finde ich jetzt diesen Schluss gut. Es ist aber schade, dass ein Charles Barr, und das ist das, was mich wiederum enttäuscht, dass er, nachdem er jetzt die Information hatte, dass die Geschichte Lufthansa und das Verfahren, das Gerichtsverfahren gegen Charles eingestellt wurde, dass Charles nichts Besseres zu tun hat, als zu sagen, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist, weil ich liebe ja die Lufthansa. Ja, das ist für mich schwierig. Weil du hast dann immer noch nicht verstanden, um was es geht. Also brauchst du noch ein bisschen länger, um zu kapieren, was es eigentlich bedeutet, was da wirklich stattgefunden hat. Ich bin mir sicher, wirklich, bin mir sicher, dass ein Mann, junger Mann wie Charles Barr, in 20 Jahren, wenn er das alles so noch ein bisschen durchhält und sich eben nicht klein machen lässt, dass er an mich wieder zurückdenkt, an dieses Video denkt und versteht, warum ich sage, dass das eine falsche Aussage war. Dass er nicht am Ende sagen muss, denn ich liebe ja die Lufthansa so, sondern er sagen muss, die Lufthansa ist jetzt für mich beendet, ist für mich jetzt vorbei. Mit denen fliege ich jetzt nicht mehr. Das wäre Größe. Aber, da du noch ein junger Mensch bist, ist das eben etwas, wo man sagt, die Erfahrung hat er noch nicht. Er hat jetzt erstmal eine gesammelt. Da werden aber noch viele Erfahrungen kommen. Und für alle jungen Menschen, für alle, die da draußen glauben, die Welt verändern zu können, ich sage euch, ihr könnt die Welt nicht verändern. Weil die einzigen, die sie verändern können, und auch das nur für eine gewisse Zeit, ich sage euch gleich auch am Schluss, warum. Selbst Leute wie Hitler, Napoleon, diese ganzen, ja, diese Kriegstreiber der Welt, haben zwar viel Leid und Unheil gebracht, aber selbst die werden in 1000 Jahren vergessen sein. Kein Mensch erinnert sich mehr an diese Leute. Weil in 1000 Jahren wird man sich noch nicht mal an den Mann erinnern, wie ein Elon Musk, der dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich ins Weltall fliegen können. Denn in 1000 Jahren werden die Menschen auf irgendwelchen Planeten sitzen und dort neue Probleme mit sich abbringen. Das ist das, was interessant ist. Aber was dann der Einzelne macht, und das ist das, was man jetzt kapieren muss, wir gehen in eine Zukunft, wo der Einzelne nichts mehr zählt, nichts mehr wert ist. Und mal ganz ehrlich, auch wenn du persönlich etwas ganz Besonderes geschaffen und erreicht hast, wenn du tot bist, bist du tot. Dann spielt das keine Rolle mehr. Ich weiß, als junger Mensch schwer zu verstehen, aber wenn du genauso wie ich jetzt der Babyboomer bist, dann weißt du das. Dann wirst du dich an diese Worte, wenn du sie gehört hast oder dieses Video siehst, sagen, Gott, dieser Horn. Dieser Horn mit seinem Klartext. Genervt hat er, aber er hat immer die Wahrheit gesagt.
darum geht's ja. Also, macht euch nicht verrückt und der Lufthansa jetzt in den Büschi kriechen. Charles, also ich bitte dich, gib denen Arschtritt und sieh zu, dass du dich woanders weiterentwickelst. Am besten du übernimmst die Krug. Alles Gute. Ist ein Dope.